Eine neue Folge heute machen wir Tabellenrechner und heute machen wir es mal mit der Asienmeisterschaft 2019 oder hier steht zumindest Asian Cup 2019 Vereinigte Emirate. Hier steht aber noch 2015, also ich weiß nicht, ob es richtig offiziell ist, aber ich weiß, dass Bahrain mal mit in der Gruppe mit Katar war. Also ist das jetzt richtige Tabellenrechner, Kaka. Ja, wir fangen jetzt an und jetzt tippen wir mal das erste Gruppe und das erste Spiel. Das ist VAE, also Vereinigte Arabische Emirate, gegen Bahrain. Hier tippe ich ein 1 zu 1. Beide sind eigentlich sehr stark. Und dann zum nächsten Spiel. Thailand gegen Indien. Hier sehe ich Thailand ein bisschen stärker als Indien. Also Thailand gewinnt 3-1. Bahrain gegen Thailand. Hier tippe ich auch ein 1-0 für Bahrain. Wenn dies, ich weiß nicht, ob ihr es schon noch nicht wusstet. Bahrain ist sehr, sehr, sehr knapp mal an der Weltmeisterschaft 2010, glaube ich, gescheitert. Ich weiß nicht, irgendwie an Trinidad oder Neuseeland. Weiß jetzt nicht, wer das war. Die mussten, glaube ich, mehr Spiele machen. Weiß jetzt nicht. Okay, VAE gegen Indien. Hier tippe ich ein 1-0 für Vereinigte Arabische Emirate. Ich finde da ein bisschen Indien stärker, aber ich glaube, Gastgeber ist VAE und deswegen wollen die auch einen Sieg holen im eigenen Land. Hier tippe ich ein 1-1 für Thailand und VAE. Und Indien spielt auch 1-1 gegen Bahrain. Dann berechnen wir die Tabelle und Thailand kommt knapp noch weiter. Und Bahrain und VAE, Vereinigte Arabische Emirate, sind weiter. So, Australien gegen Jordanien. Hier sehe ich die Australier sehr weit vorne, also 4-1. Jordanien ist auch mal ganz. 2014 sind die an Uruguay gescheitert bei der WM-Quali. Syrien ist an Australien gescheitert und durfte nicht an den Playoffs teilnehmen. Aber hier tippe ich ein 2-0 gegen Palästina. Jordanien gegen Syrien, hier tippe ich ein 1-1. Palästina gegen Australien, ein 1 zu 4. Ich finde einfach Australien zu stark, Leute. Australien gegen Syrien, hier denke ich, das Spiel war mal, daran ist auch Syrien gescheitert. Sie wären in der Playoffs dabei. Müssten dann gegen Peru, sorry. Oder? Gegen Peru, glaube ich. Weiß jetzt nicht. Oder verwechsel ich es mit Neuseeland? Egal. Palästina gegen Honduras mussten die. Ja, Palästina gegen Jordanien. Hier tippe ich ein 1-1. Dann berechne ich mal. Palästina mit einem Punkt letzter. Dann kommt Jordanien. Dann kommt Syrien. Dann Australien. Nächste Gruppe. China gegen Kirgisistan. Die ganz neu dabei sind. Aber hier tippe ich ein 3-1 für China. Südkorea gegen Philippinen, hier tippe ich ein 4-0, tut mir leid, Philippinier. Philippinen gegen China, da tippe ich ein 2-1 für China. Kirgisistan gegen Südkorea, ein 3-0 für Südkorea. China gegen Südkorea, hier denke ich, dass Südkorea die rasieren wird, 3-1. Dann Kirgisistan gegen Philippinen, hier tippe ich, komm. 1-2 zu 2. Berechnen wir das mal. Jesus, dann kommt mit dem blauen Auge fast weiter. Ich glaube, die besten Drittplatzierten kommen weiter. Und weiter sind China und Südkorea. Dann die Gruppe D. Iran gegen Jemen. Jemen ist auch neu dabei. Aber hier denke ich ein 4 zu 1. Gegen Vietnam denke ich ein langweiliges 0 zu 0. Vietnam gegen Iran tippe ich ein 3-1 für Iran. Jemen gegen Irak, da tippe ich ein 2 zu 1 für Irak. Vietnam gegen Jemen, hier tippe ich ein 3 zu 1 für Vietnam. Und Iran gegen Irak, da tippe ich, Iran gegen Irak, tippe ich leider ein 2-1 für Iran. Berechnen wir es mal. Irak kommt knapp weiter. Vietnam hat es noch weiter geschafft, überraschend für mich ein bisschen. Und Iran kommt weiter.
Dann die nächste Gruppe. Saudi-Arabien gegen Nordkorea. Ich hoffe, der Kim Jong-un rastet nicht aus, weil ich sag ein 3-1-Sieg Saudi-Arabien. Katar gegen Libanon. Katar nächste WM dabei. Da war ich tippe hier 2-1 für Katar. Ich finde Katar ein bisschen stärker als Libanon. Libanon gegen Saudi-Arabien. Hier tippe ich mal ein überraschendes 1-1, aber eine Überraschung muss mal her. Nordkorea, ich wollte fast Südkorea sagen. Nordkorea spielt hier 1-1 gegen Katar. Saudi-Arabien gegen Katar, da wird es ein 3-0 für Saudi-Arabien. Libanon gegen Nordkorea, hier tippe ich ein 1-1. Einfach mal so. Ich denke, Libanon würde ich hier als Underdog zählen, aber eher so ein Underdog, den man nicht unterschätzen darf. Also berechnen und wer kommt weiter? Und letzter ist Nordkorea. Ich hoffe, der Kim Jong-un rastet nicht aus und sprengt jetzt mein Haus. Spaß. So, Japan gegen Turkmenistan. Turkmenistan kann ich gar nicht einschätzen. Das ist so ein Land, das ich immer vergesse mit Tadschikistan. So, und hier tippe ich ein 5-0, weil Japan ist locker stärker als Turkmenistan. Usbekistan gegen Oman. Hier tippe ich ein 1-1. Oman finde ich auch nicht so schlecht zur Zeit. Aber hier bei Oman gegen Japan denke ich 4-1 gewinnt Japan. Turkmenistan gegen Usbekistan. Tippe ich ein 2-0 für Usbekistan. Oman gegen Turkmenistan tippe ich ein 3-1. Japan gegen Usbekistan wird mal ein 0-0. Was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht hatten. So. Japan ist weiter, Usbekistan ist zweiter, Oman ist dritter. So, Achtelfinale kann ich hier nicht tippen. Das werde ich dann vielleicht mal nächstes Mal machen. Dann mal, mache ich kurz Pause und guck mal, wer denn alles weiter ist. So, ich habe mal nachgeguckt. 16 Mannschaften sind dann, glaube ich, weiter. So, und zwei von den die schlechtesten Drittplatzierten kommen dann halt nicht weiter. So, weiter sind Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, Australien und Syrien, Südkorea und China, Iran gegen Vietnam, Saudi-Arabien gegen Katar, Japan und Usbekistan. So, und die besten Drittplatzierten sind und dabei sind, mal gucken. So, Thailand ist, glaube ich, schon weiter. Irak ist schon weiter. Und Oman. Jetzt muss ich mal nachgucken. Libanon mit minus 1 Diff. Kirgisistan mit minus 5 Diff. Also, Kirgisistan ist schon raus. Ja. Und weiter ist er noch, auch nach Libanon. Nach, diesen, oh, wie nennt man das? Nach dem besten Dritter sind also zwei raus. Oder? Wer 16 Teams? Ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. So, das war's dann auch mit der Folge. Ich denke, ihr Meister wird. Im Finale wird sicherlich Japan gegen Südkorea oder vielleicht Saudi-Arabien oder Iran wären Favoriten. Okay, Australien ist auch Favorit. Ich denke eher Japan, Australien, Südkorea und Iran wären jetzt Halbfinale. Egal. Das war's noch mit dem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich mache es wahrscheinlich vielleicht auch mit Afrika Cup. Ja, viel Spaß beim Schauen und schreibt in der Kommentaren, wer Meister wird. Weiß nicht, ob es jetzt richtig ist, weil oben steht nur Asien Cup. Da steht Australia 2015. Da war es in Australien. Das hat Australien gewonnen. So, dabei sind VAE, Bahrain, Thailand, Indien, Australien, Jordanien, Syrien, Palästina, China, Kirgisistan, Südkorea, Philippinen, Iran, Jemen, Irak, Vietnam, Saudi-Arabien, Nordkorea, Katar, Libanon, Japan, Turkmenistan, Usbekistan und Oman. Oman, geiler Name.
Und sagt mir mal von denen, wer wird euer Favorit sein? Das war's noch mit der Folge. Bis bald und ciao.